Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Wir haben Blau im letzten Part besiegt, den letzten Arenaleiter in Kanto. Und in Vitania City steht noch ein neues Gebäude, was ich auch noch nicht kannte. Willkommen im Trainerhaus, dem neuesten und erlebnisreichsten Ort von Vitania City. Nur Trainer haben hier Zutritt. Du kannst gegen die Besten der Besten antreten. Geh nur die Treppe hinunter. Gucken wir uns doch mal an. Vitania City ist im Indigo-Plateau am nächsten. Man hat diesen Ort erbaut, weil ihn so viele Trainer auf ihrem Weg zum Indigo-Plateau passieren. Ja, ich nehme an, du kannst nur ein Champ werden, wenn du viel herumkommst und so viele Kämpfe wie möglich austrägst. Stimmt. Der Champ von Alabastia bereiste alle großen und kleinen Städte in Kanto. Da hat er seinerseits Zeit getan. Puh, ich höre keine Zeit lang auf mit Kämpfen. Hier unten werden Übungskämpfe abgehalten. Ich würde liebend gerne sehen, wie Trainer aus Johto kämpfen. Ja, das siehst du gleich. Okay, einfach ein ganz normaler PC. Hallo. Hi, willkommen in unserer Übungshalle. Einmal pro Tag kannst du gegen einen Trainer kämpfen. Einmal pro Tag? Hermann ist heute dein Gegner. Möchtest du kämpfen? Ja, warum nicht? Geh bitte einfach weiter. Hermann, musst du mir was sagen? Du darfst sofort anfangen. Oder soll einfach nur irgendein Typ? Sieht er so aus wie ich? Ich bin nur hergereist, um gegen dich zu kämpfen. Okay. Wieso sieht er so aus wie ich? Habe ich einen Klon? Einen Zwilling? Und wieso hat der Megane so wie ich? Sieht er meine Pokémon? Das ist irgendwie im Spielcode. Ich kann, also heutzutage könnt ihr mir das vorstellen, aber damals? Nein, nicht paralysiert. Okay, Dings macht keinen Sinn mehr. Versuch als nächstes mit Gegenschlag. Wronge Attacke. Jetzt. Okay, was hat er jetzt? Nakani, auch ein Skaraborn. Tonupto. Ah, Dings ist eh fast down. Vielleicht kann er nochmal angreifen. Ah, oder hat er einfach die drei Starter in Endentwicklung? Kann natürlich auch sein. Der Meganie, Tonupto und ganz zum Schluss. Wie heißt er noch? Der Name ist mir jetzt entfallen. Impagato, so. Servo. Servo. Kein One-Hit-Kill? Jetzt sollten wir ihn kaputt machen. Und so sieht's aus. Last but not least, dann ja, Imperator. Okay, habe ich jetzt so nicht mitgerechnet. Wo ist denn? Da muss Megania. Da. Auch ein heftiger Sprite, ne? Na, mal gucken, was das Krokel wird. In der neuen Generation.
Toller Strahl. Kaboom. Ging doch jetzt gut von der Hand. Ich habe verloren, Mist. Das war's. Tut mir leid, das wäre für dich heute der zweite Kampf. Es ist aber nur ein Kampf pro Tag erlaubt. Kämpft man dann immer gegen Hermann? Keine Ahnung. So, als nächstes. Was machen wir dann als nächstes? Zu Professor Eich sollten wir noch, ne? Nachdem wir alle 8 Ohren haben. Tun wir das doch mal einfach. Habe ich gegen die gekämpft? Nein, habe ich nicht. Du da, willst du kämpfen? Du hast mich gefragt, wenn ich jetzt Nein sag. Was Trainerin Ilka? Dein Bieser Knosp. Ach, Rasierblatt, kommst du auch nicht weit hier? Ich bin Käfer-Pokémon. Käfer frisst Papier, frisst Blatt auf. Was kommt jetzt? Stami. Komm mal weiter einfach. Das Ding ist ja schon aufgeladen. Ein bisschen. Ja, und das jetzt, dann bringt es jetzt auch nichts mehr. Dann hätte ich doch wohl wechseln sollen, egal. Wieder bei dem Levelunterschied. Bringt Gegenschlag dann trotzdem nicht viel. Bei meinem Gesundheitszustand. Ist auch dadurch noch nicht wirklich besser. Jetzt verletzt er dich selbst. Das Vieh heilt sich. Was ist das mit diesem Stami? Ist jetzt bestimmt nochmal Genesung ein, oder? Ah, kann das nicht. Hat's gar nicht die Möglichkeit zu mehr. Versagen und weg. Ja, Versagen ist was du kannst. So. Herr Professor, Herr Professor, ich weiß was. Wow, das ist hervorragend. Du hast die Orden der Ritterleiter in Kanto gekämpft. Gut gemacht. Ich habe dich richtig eingeschätzt. Weißt du was, Luca? Ich werde es so einrichten, dass du zum Silberberg gehen kannst. Der Silberberg ist ein großes Habitat für viele wilde Pokémon. Es ist zu gefährlich für einen durchschnittlichen Trainer. Deshalb ist es verboten. Aber für dich, Luca, können wir eine Ausnahme machen. Steige auf das Indigo-Plateau, von dort kannst du den Silberberg erreichen. Ach so. Deswegen konnte ich da noch nicht durch im letzten Part. Pokédex hat sich nichts großartig geändert. Ja, wenn ich mal wieder eine Gegend bin, schaue ich mal wieder bei ihm rein. Ja. So, das, ja, gut, aber der Silberberg ist eine Sache, die will ich später erst nochmal angehen. Ich würde gerne nach Johto zurück. Ach, nee, mir fällt
Könnte ich von hier aus, ja, aber mir fällt noch was ein. In Safronia City. Oder Orania City. Wo muss ich zuerst hin? Wir hatten es ja in einem vorherigen Part. Das ist auch schon ein Weilchen her. Naja. Hast du gehört, dass du meine Lieblingspuppe verloren hast? Gibst du mir meinen Fahrschein, wenn ich sie finde? Ich suche sie für dich. Du glaubst, sie auf dem Weg nach Orania City verloren zu haben? Also sie hätte das Gespräch sogar aus meiner Sicht dann gesagt gerade. Bitte, ich soll dir nicht sagen, was du zu tun hast. Aber ich mache mir wirklich Sorgen, was wenn jemand sie findet. Bin schon unterwegs. Na, Orania City. Ah ne, nicht hier. Hier. Das ist ein Pipi, was? Ach so, es ist eine Puppe. Ich mag Pipi, aber ich könnte nie eines fangen. Die Puppe, die ich fand, muss mir genügen. Ah, jetzt verstehe ich. Das Mädchen, das diese Puppe verloren hat, ist traurig. Könntest du doch nie Puppe zu diesem armen kleinen Mädchen zurückbringen? Eines Tages werde ich mich mit einem echten Pipi anfreunden. Keine Bange. Ja, so ist das. Das hatte ich schon lange vor. Aber auch eine der Sachen, die man erst machen kann, nachdem man das mit dem Kraftfeld gelöst hat. Ja, das ist meine Pipi-Puppe. Siehst du die Nacht? Siehst du die Naht am rechten Bein? Das ist der Beweis. Also gut, hier ist der Fahrschein für den Magnetzug, wie versprochen. Das ist der Fahrschein für den Magnetzug. Der Mann von der Eisenbahn gab mir das, als sie unser altes Haus niedergerissen, um den Bahnhof zu haben, um den Bahnhof zu bauen. Ich kann sagen, die waren noch damals da oben. So. Wir warten sogar Leute. Ich habe dort ein Haus, ein kleines Mädchen, Nachahmerin genannt, lebte dort. Ja, das haben wir schon gehört. Abfahrt nach Dukatia City in wenigen Minuten. Steigst du auch ein? Ja. Darf ich bitten, deinen Fahrschein? Darf ich deinen Fahrschein sehen? Danke sehr. Hier lang bitte. Warum laufe ich im Zug? Das macht keinen Sinn. So, ein kurzer Magnetzug. Wir sind in Dukatia City angekommen. Wir sehen uns bald wieder. Ich bin der Präsident. Mein Traum war es, einen Zug zu bauen, der schneller ist als jedes Pokémon. Dadurch würden Johto und Kanto näher rücken. Ja, hast du geschafft. So. Dann als nächstes. Nach Anemonia City. Erstmal heilen. Erstmal heilen. Was wollen wir in Anemonia City? Ja, hier nicht weit fern sind die. Wie heißen sie denn? Die Seeschauminseln sind in Kanto, die, ne? Wie heißen denn die hier jetzt nochmal? Antentacha. Warum kämpfe ich überhaupt gegen es?
Für ein kleines bisschen EP. Strudelinseln? Ich hab da noch Schutz, jetzt ist doch einfach Schutz ein. Jetzt doch einfach Schutz ein, Junge. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich den noch brauchen würde, aber... Seite ran. Ja. Gibt ja verschiedene Höhlen, ne? Oh ne, Strudel. Ja, Strudelinseln, ja. Och ne. Ich will keinem meiner Pokémon Blitz beibringen, das ist klar. Dann bleibt mir nur eine Sache übrig. Gib mir einen Moment. So, ich bin irgendwo. Also es gibt vier Inseln. Oder vier Höhlen. Vier Eingänge, wie auch immer. Sag jetzt, in welchen Eingang bin ich reingegangen? Okay, dann weiß ich schon, wer ich mich bin. Hier gibt's aber auch nichts, ne? Doch. Ja. Da konnten wir es kurz erahnen. Ah. Finde noch ein Hyperball. Das... Da ist ein Hyperball. Da ist ein Item. Aber wie komme ich da hin? Ich bin jetzt im ersten Untergeschoss, dürfte ich sein. Gott. Oder Blitz ist halt echt kacke. Ohne eine gescheite Roadmap auch. Ich denke, ich weiß aber immerhin, an welcher Stelle ich bin. Oder auch nicht. Ne, eigentlich überhaupt nicht. Okay, gib mir einen Moment und ich kläre die ganze Sache. Okay, ich habe mir den ganzen Plan nochmal genauer angeguckt und wenn ich richtig liege, was ich scheinbar nicht tue. Zumindest hier irgendwie weiter. Calcium. Ach komm schon. Hätte die Nuggets mal vorher verkaufen sollen, oder? Was habe ich denn noch dabei? Angriff plus, hebt Volltrefferquote für einen Kampf. Muss ich mir noch aufbewahren. Ups, Entschuldigung. Was könnte ich denn noch vergeben? Ich habe hier einen Eisheiler, den könnte ich zur Not wegschmeißen. Ja, dann mache ich das.
Wie oft wird man eingefroren? So. Ich gebe dir jetzt auch einfach freie Schnauze irgendjemanden. Weil, ja. Mit dem Spezialwert, dann. Gibt's Megane. So, ich dürfte irgendwie hier sein. Wenn ich jetzt so ich. So. 1, 2, 3. Ja, ich bin genau da, wo ich glaube, dass ich bin. Dann. Oh, verdammt. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wo ich bin. Das kann ich auch gerade auf der Karte nicht so wirklich erkennen. So, wenn ich jetzt hier raus. Ah, hier komme ich raus. Okay, hier gehen wir draußen. Gut. Das heißt, ich brauche Garados. Sich verarschen? War wirklich Garados? Sag mir bitte nicht, dass ich Garados brauche. Doch, weil ich habe jetzt Kaskade und dazu brauche ich Garados. Mhm. Gut, ich mache das und wir sehen uns hier wieder. So, zurück sind wir und wie ich festgestellt habe, glaube ich, sind wir auf der falschen Insel, um den richtigen Weg zu haben. Ich frage jetzt nur, welches wird die richtige Insel sein? Das ist eine gute Frage. Also, zwei sind ja schon weg, in der Möglichkeit. Warum brauche ich Garados? Weil ich gleich hier eine Linkskaskade brauche. So, versuchen wir es mit dieser Insel. Leider sind die auf diesem Schaubild nicht nummeriert, die Inseln. Sondern nur die Eingänge und alles. Von daher, ja. So. Okay, ich bin in der richtigen. Das ist zwar noch ein Item, aber ich weiß gar nicht, ob ich das brauche und haben will. So. Jetzt bin ich hier. Ohne Blitz ist das kompliziert. So. Das klappt zumindest schon mal. Moment, bin ich. Da müsste ein Wasserfall gewesen sein. Kommt man in den Wasserfall so runter? Dann hätte ich Garados nämlich eigentlich gar nicht gebraucht. Wo ich jetzt bin, weiß ich nicht. So.
Ja, jetzt dürfte ich hier sein. Aha! Wir sehen zwar nichts, aber wir haben es geschafft. Das, meine lieben Freunde, machen wir beim nächsten Part. Schaltet doch dann wieder ein und ja, bis dann und tschüss.